Kapitel 16. Was aber die Sammlung anlangt, die für die Heiligen geschieht, wie ich den Gemeinden in Galatien verordnet habe, so sollt auch ihr tun. An jeglichem ersten Tag der Woche lege bei sich selbst ein jeglicher unter euch zurück und sammle, was ihn gut dünkt, auf das nicht, wenn ich komme, dann erst die Sammlung geschieht. Wenn ich aber gekommen bin, so will ich solche, die ihr für bewährt ansehet, mit Briefen senden, dass sie hinbringen eure Liebesgabe nach Jerusalem. Wenn es aber wert ist, dass ich auch hinreise, sollen sie mit mir reisen. Ich will aber zu euch kommen, wenn ich durch Mazedonien gezogen bin, denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Bei euch aber werde ich vielleicht bleiben oder auch den Winter zubringen, damit ihr mich dann geleitet, wo ich hinziehen werde. Ich will euch jetzt nicht sehen, nur im Vorüberziehen, denn ich hoffe, ich werde etliche Zeit bei euch bleiben, wenn es der Herr zulässt. Ich werde aber zu Ephesus bleiben bis Pfingsten, denn mir ist eine große Tür aufgetan, die viel Frucht wirkt, und viele Widersacher sind da. Wenn Timotheus kommt, so sehe zu, dass er ohne Furcht bei euch sei, denn er treibt auch das Werk des Herrn wie ich. Dass ihn nun nicht jemand verachte, geleitet ihn aber im Frieden, dass er zu mir komme, denn ich warte sein mit den Brüdern. Von Apollos, dem Bruder, aber wisset, dass ich ihn sehr viel ermahnt habe, dass er zu euch käme mit den Brüdern. Aber es war durchaus sein Wille nicht, dass er jetzt käme. Er wird aber kommen, wenn es ihm gelegen sein wird. Wachet, stehet im Glauben, seid männlich und seid stark. Alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, ihr kennet das Haus des Stephanas. Das sind die Erstlinge in Achaia und haben sich selbst bereitgestellt, den Heiligen zum Dienst. Seid auch ihr solchen Männern untertan und allen, die mitwirken und arbeiten. Ich freue mich über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus. Denn da ich euch entbehren musste, haben sie euch mir ersetzt. Sie haben erquickt meinen und euren Geist. Erkennet solche Leute an. Es grüßen euch die Gemeinden in der Landschaft Asien. Es grüßt euch sehr in dem Herrn Aquila und Priska samt der Gemeinde in ihrem Hause. Es grüßen euch alle Brüder. Grüßet euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Hier mein des Paulus eigenhändiger Gruß. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha! Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus.